La la la. Wo ist Kissy Missy? Meine Schwester hat sie absichtlich versteckt. Oh, hier ist sie, mein Lieblingsspielzeug. Oh, lass mich spielen. Nein, das ist mein Spielzeug. Nein, es ist meins. Du hast einen Roboterhund. Hast du mich gefragt, was? Oh, was hast du getan? Okay, lass uns Videospiele spielen. Ja, cool. Warum haben sie mir das angetan? Ich war ein gutes Spielzeug. Hey, hab Angst. Ich bin das Gruselmonster Kissy Missy. Sieht aus, als wären sie zu sehr in das Spiel vertieft. Hey, was ist los? Ich kann nicht mal mehr die Kinder erschrecken. Zittert, Kinder. Das war's, ich höre auf. Ich bin eine furchtbare und schreckliche Kissy Missy. Bin ich unsichtbar? Das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Ah, ein Geist. Oh, sieht aus, als würden sie über mich reden. Bin ich tot? Oh, wer ist diese Schönheit? Ich wünschte, ich könnte so sein wie sie. Dann würden mich alle lieben und keine Angst haben. Vielleicht sollte ich das Fell loswerden. Oh, hier ist der Rasierer. Aber ich kann es nicht ertragen. Ich bin tot. Oh, so habe ich mir das Leben nach dem Tod nicht vorgestellt. Ah, warum? Nein. Aua. Der Rasierer hat alles von selbst gemacht. Oh, cool. Ich kann jetzt Dinge anfassen. Wie geht? Ich bin immer noch pelzig, aber jetzt kann ich es leicht reparieren. Die Wachsstreifen werden mir helfen. Ich werde mir eine Falle stellen. Oh, ich bin gestolpert. Oh nein, ich habe einen übersehen. Los geht's. Autsch. Ich bin kein Pelzmonster mehr. Warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Jetzt muss ich etwas mit meiner Frisur machen. Das ist seltsam. Nein. Absolut nicht. Oh, der ist zu schwer. Wie soll ich denn jetzt laufen? Oh, so ist es besser. Ich mag es. Ich brauche das Make-up. Alle Schönheiten aus Magazinen und Plakaten haben ein helles Make-up. Ich bin sicher, dass ich alle Chancen habe, einer von ihnen zu werden. Ah, ich bin noch gruseliger geworden. Ich muss es jetzt abwaschen. Ich habe eine Idee, hoffentlich funktioniert sie. Cool. Da ist sie. Hallo, ich habe gehört, du bist die beste Visagistin der Welt und Goldschmuck ist deine Schwäche. Ich denke, wir können einen Deal machen. Ja, das stimmt. Komm und sieh dir das glänzende Ding an. Das ist es. Beruhige dich, deine Schriftstellerkarriere geht nirgendwo hin. Ich brauche nur ein Make-up. Hör auf. Oh. Hallo, keine Panik. Ich werde dir nicht wehtun. Mach mich schön, bitte. Ich brauche es wirklich. Oh. Hast du das gesehen? Der höchste Karat. Oh, oh. Zuerst Make-up. Ich wusste, wir würden einen Kompromiss finden. Danke, du bist wirklich die beste Visagistin. Das ist unglaublich. Warum geht sie nicht auf? Komm schon. Oh. Huch. Eine Touch-ID. Welche Hand ist für die Box? Ich versuche es mal mit dieser. Nein, es funktioniert nicht. Vielleicht reicht meine? Nein, wieder die falsche Hand. Hey, bitte hilf mir. Welche Hand glaubst du, wird das Schließfach öffnen? Die lilane oder die grüne? Schöne Accessoires geben 100 Punkte für die Schönheit. Hm, nein. Vielleicht das hier? Nein, das sieht aus wie etwas für die Fischerei. Nein, nein. Das ist nicht das, was ich brauche. Oh, ich habe eine Idee. Ich werde meine eigenen Accessoires machen. Ich werde mich nur nicht selbst kritisieren. Oh ja, cool. Es macht sogar Spaß. Ja, Huggy Wuggy?
Ich werde dir schöne Zähne machen, du wirst immer lächeln. Okay, das wird reichen. Die Spange holen wir später. Und hier sind die Augen. Oh, er hat mir zugezwinkert. Jetzt muss ich meine Modelliermasse backen. Mama sagt, ich kann nicht kochen. Mal sehen. Die gebackenen Ohrringe werden mein Signature-Gericht sein. Oh, sieht aus, als ob sie fertig sind. So heiß. Ich werde sie anprobieren. Perfekt. Oh, und den Ring muss ich auch noch backen. Ich bin die beste Schmuckbäckerin in der Gegend. Ein bisschen mehr. Gut gemacht, Kissy. Was ist das für ein Geruch? Oh nein, 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 nein. Ich hoffe, es ist nicht abgebrannt. Ups, es ist abgebrannt. Wie auch immer, ich bin eine feurige Schönheit ohne Ring. Ma'am, eine Blumenlieferung für Sie. Und ein Brief. Oh, wie süß, das ist von Huggy Wuggy. Du musst hier und hier unterschreiben. Nothing, ich habe einen romantischen Fan. Ah, okay, wie auch immer. Nein, Thing, du bist nicht gruselig. Diese Blumen sind so schön, aber sie wollen nicht gerade stehen. Oh, der kinetische Sand wird helfen. Jetzt ist es sogar hübsch. Und jetzt setzen wir sie ein. Perfekt. Danke, Huggy. Oh, ich habe eine Benachrichtigung. Es ist die grüne Hand. Richtig, danke. Ich mache es auf. Warum habe ich es nicht selbst erraten? Lass es uns versuchen. Oh, wow. So viele Gadgets. Ich will sie alle ausprobieren. Was soll ich zuerst versuchen? Das werde ich ausprobieren. Oh ja. Oh, cool. Das ist wie ein Haarkarussell. Das ist verrückt, diese Zöpfe. Wow. Was habe ich noch? Oh, cool. Es fühlt sich gut an. Wow. Oink, oink. Hey, was machst du da? Hast du dich entschieden, dich frisch zu machen? Das macht mir nichts aus. Entspann dich. Oh, Huggy, die Liebe meines Lebens. Ich vermisse dich so sehr. Ich will wieder mit dir zusammen sein. Im Mondlicht tanzen. Und deinen Geschichten über das Erschrecken unartiger Kinder zuhören. Es ist, als ob ich die Musik hören kann. Warte eine Sekunde. Ich kann die Musik wirklich hören. Oh ja, cool. Der Beat pumpt im Rhythmus meines Herzens. Im Rhythmus der Liebe. Oh ja, lass uns tanzen. Steh nicht rum, lass uns tanzen. Ich liebe dich. Cool. Musik und Tanzen ist die beste Medizin. Oh, out. Ich hoffe, ich habe meine Haare nicht ruiniert. Puh, es scheint in Ordnung zu sein. Aber es sieht so aus, als ob etwas fehlt. Natürlich, eine Handtasche. Ich kümmere mich darum. Das ist nicht schwer. Ich brauche buchstäblich zwei Züge. Okay. Jetzt werde ich die Augen machen, fast so schön wie meine. Wow, das ist erstaunlich. Es passt perfekt zu meinem Outfit. Es ist nicht genug schön zu sein, ich muss auch klug sein. Ich fühle mich nicht wohl. Diese Couch. Was ist mit ihr los? Dieses Lesen ist schlecht für meinen Rücken. Okay. Ich brauche offensichtlich ein gutes Kissen. Hier ist etwas weiches Popcorn. Ich muss es nur aufwärmen, damit sich alle Körner öffnen. Runter, es wird explodieren. Es hat begonnen. In den Schutzraum. Was für eine Schießerei. Sind wir in Detroit? Es scheint vorbei zu sein. Toll. Lass uns sehen, was wir haben. Wow, was für ein cooles Kissen. Jetzt werde ich immer neben meinem Schwarm sein. Das macht dir nichts aus, Huggy? Okay, wo waren wir? Die Affen haben sich aus den Menschen entwickelt. Interessant. Was ist das? Oh nein. Das ist ekelhaft. Das verstehe ich nicht. Warum ist das auf meinen Schuhen? Ich werde sie wegschmeißen müssen. Wow, ein Treffer. Ja, sie haben mir gesagt, dass ich auf dem College eine NBA-Karriere machen würde.
Aber was soll ich mit den Schuhen machen? Ich werde neue machen müssen. Ich mochte diese Weste sowieso nicht. Großartig, das sollte genug sein. Und jetzt mein Lieblingsscherenteil. Lass uns auch die Schuhe hochwerfen. Die Kobolde auf dem Regenbogen werden alles selbst machen. Danke, Leute, die Schuhe sind toll. Cool. Wow, ich bin so hübsch. Was? Oh, die Mädchen kommen. Ist das Kissy? Puh, los geht's. Hallo, Kissy. Hey, Mädels. Du siehst ganz anders aus. Oh, ich zeige dieses Foto niemandem. Jetzt bin ich ein anderer Mensch. Ich bin freundlich. Freundlich? Wollen wir spielen? Verstecken. Klar, aber zuerst eine Umarmung. 1, 2, 3. Lass uns an unserem geheimen Ort verstecken. Diese Zwillinge kommen nie zur Ruhe. Ich dachte, du würdest das tun. Beruhige dich bitte. Nein, nichts kann uns diese Nacht ruinieren. Ich werde sofort ein Kindermädchen anrufen. Bitte beeil dich. Es ist alles unter Kontrolle. Wir können gehen. Nichts kann unseren Abend ruinieren. Hallo. Wir werden um 11 Uhr zu Hause sein und die Kinder sollten dann schon schlafen. Kindermädchen, lass uns ein bisschen Spaß haben. Hm, eine Liste mit Aufgaben? Abendessen, Spielen, Schlafenszeit. Hallo. Hallo. Ich muss es füttern. Lass es mich versuchen. Guten Appetit. Hm, Milch und Müsli. Magst du es? Nein? Na gut. Was ist das für ein Geräusch aus dem Schlafzimmer? Oh, das ist komisch. Ich habe sie gerade gefüttert. Wie ist das möglich? Warte. Ich verstehe das nicht. Okay, lass uns gehen. Was? Sie sind zu zweit? Ich habe schon öfter Kinder verloren, aber nie mehr bekommen. Ich werde gefeiert. Was ist denn hier los? Nanny, stirb nicht. Wer bin ich? Und wo bin ich? Oh, puh. Schon wieder zwei? Gut gemacht, Schwesterherz. Hey Mädels, lasst uns spielen. Rate mal, welches Tier welches Futter frisst. Du bekommst das Nilpferd. So ist es richtig. Kühe fressen wahrscheinlich Gras. Gut gemacht. Was ist mit unserem Panda? Gras. Nein, Pandas sind Bären. Oh nein, sie werden es zerreißen. Aber Pandas werden doch vom WWF geschützt. Habt ihr eine Ahnung, was Pandas essen? Helft den Zwillingen und kommentiert unten. Oh Gabriel, ich könnte ewig auf seine Insta-Seite starren. Ich wünschte, er würde mich um ein Date bitten. Oh nein, er will mit mir ausgehen. In einer Stunde. Wie kann ich diesen Kürbis in eine Kutsche verwandeln? Oh, ich meine diese Cinderella in eine Prinzessin verwandeln. Hm, die Mädchen sind gut darin, ihre Puppen zu verschönern. Eine tolle Idee. Hey Mädels, helft mir bitte. Oh, bitte. Gut, aber du musst mir versprechen, dass wir Horrorfilme schauen können, anstatt ins Bett zu gehen. Horrorfilme? Okay, abgemacht. Ihr Tisch. Hör auf, lass mich das machen. Schatz, das ist alles für dich. Oh Mann, noch mehr Verrückte. Ihre Speisekarte, Sir. Hör auf, lass mich das machen. Schatz, sieh dir die Preise gar nicht erst an. Für mich bist du unbezahlbar. Okay. Hör auf, lass mich das machen. Schatz, ich habe das alles selbst eingefädelt. Schatz, das ist so süß. Ich muss nur noch meine Haare trocknen. Wo ist der Trockner? Was ist denn hier los? Das ist kein Spielzeug. Hört auf, Mädchen. Ich kann das nicht tun. Ups. Warum dreht sich der Raum? Hör auf damit. Fahr langsamer. Oh, Sterne. Halt dich fest.
tolle Idee. Beweg dich nicht. Wunderschön. Ja, danke schön. Schatz, ruf bitte die Babysitterin an. Okay, nur eine Sekunde. Hallo? Hallo. Ist alles in Ordnung? Ja, alles ist großartig. Machen Sie sich keine Sorgen. Was ist das? Igitt! Schatz, sieh dir diese Sauerei an. Igitt! Mein Appetit ist verdorben. Ich habe einen Bleistift. Hier ist er. Was ist das? Wo soll ich es hinstellen? In den Mund, Süße. Oh, danke. Tschüss. Puh, ein Hoch auf die Mundhygiene. Prost. Ich fühle mich komisch. Wow, das ist wirklich besser. Ich brauche eine Maniküre. Hm, die Mädchen sind gut in Kunst. Das kann ich gebrauchen. Toll. Versuche, die Grenzen nicht zu überschreiten. Wow, meine Nägel sehen absolut perfekt aus. Thank you. Oh, das ist Mamas Schmuckkästchen. Sie lässt es uns nie anfassen. Aber wir dürfen es anfassen. Hey, nein, lass das. Wenn etwas von dem Schmuck verschwindet, werde ich gefeuert, dann verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Und ich werde nicht zurückgehen. Kinder, nehmt diese Kopfhörer, sie sind besser als Schmuck. Oh ja, gib her. Wer braucht noch Kabel? Lass uns diese Kopfhörer trendy machen. Beweg dich nicht, Kindermädchen. Oh, danke, Mädchen. Zeit, mich zu schminken. Es funktioniert nicht. Hm, was machen die Zwillinge denn da so? Temporäre Tattoos? Interessant. Oh, ich will solche Lippen haben. Zeichne es. Übertrage es. Perfekt. Sie ist verrückt. Bitte bring die Rechnung. Wie war's? Hier ist Ihre Rechnung, Sir. Oh nein, ich habe mein Portemonnaie vergessen. Oh nein, ich habe eine Idee. Hey, Süßer. Nicht schon wieder. Keiner wird mir glauben. Lass dir was einfallen. Warte mal. Hey, Süßer. Ich mache Feierabend. So habe ich mir unser romantisches Hochzeitsessen nicht vorgestellt. Sie wird sich gleich ein Auge ausstechen. Was denkst du? Es ist furchtbar. So machst du es. Das Gefälle muss glatt sein und die Linie sollte gleichmäßig sein. Hat man dir das in der Schule nicht beigebracht? Wie ist es jetzt? Der Lidschatten sieht toll aus, aber du nicht. Oh, gib mir eine Gabel. Leg sie genau hier hin und dann über ihre Wangenknochen. Perfekt. Woher weißt du, wie man das alles macht? Vom Anschauen von Troom Troom Chick. In diesem Outfit kann ich nicht zu einem Date gehen. Was ist in dem Schrank? Aua! Warum kämpfst du? Hm, das ist interessant. Ich sehe aus, als würde ich ein Casino leiten. Nicht schlecht. Hey Baby, willst du tanzen? Warte mal. Ein Geheimzimmer?
Ja, ich liebe Geheimnisse. Wow, so viele Klamotten. Der beste Kleiderschrank aller Zeiten. Was versteckt sich hier noch? Komm her. Fast da. Aua. Ich bekomme ständig einen Schlag auf den Kopf. Wow, das war es wirklich wert. Ich sehe großartig aus. Oh, hier ist jemand. Das muss Gabriel sein. Ich bin so nervös. Hallo. Das ist für dich. Wer ist dieser Verlierer? Hier hast du es. Hier ist ein bisschen Geld, nur für den Fall. Danke, Mädchen. Bring sie bis 11 Uhr zurück. Und keine faulen Tricks, Freundchen. Wir trauen dir nicht. Ciao, ciao. Oh nein, das müssen unsere Eltern sein. Wir sollten schon im Bett sein. Wir werden so viel Ärger bekommen. Das war ein toller Abend. Oh, unsere Kinder schlafen schon. Sie sind so süß. Genau wie ihre Mutter. Ah, er muss seine Tochter jetzt retten. Oh, hier ist der Rettungsschwimmer, endlich. Die Sonderaktion wird nicht länger als 2 oder 3 Tage dauern. Die Eltern warten. Jenny sieht irgendwie komisch aus. Sie hat wahrscheinlich nur Angst. Es war nicht ihre Schuld. Jenny geht es gut, bis auf die Tatsache, dass sie auf dem Balkon eingesperrt ist. Sie fand eine Fernbedienung. Es ist eindeutig keine TV-Fernbedienung. Vielleicht kontrolliert sie die tektonischen Platten oder die Klimaanlage. Die Fernbedienung wird hier keinen Unterschied machen. Aber sie hat Jenny geholfen, einen tollen Massagesessel zu machen. Sie muss ihn patentieren lassen. Jennys Magen schreit förmlich. Füttere mich. Sie hat genug Folgen von Überleben um jeden Preis gesehen, um in der Extremsituation ihr eigenes Essen zu bekommen. Warten tötet. Es ist Zeit, kreativ zu werden. Um einen Vogel zu fangen, musst du denken wie ein Vogel. Grr, grr. Keine einzige Taube kann einem so gut aussehenden Kerl mit vielen Körnern widerstehen. Aber es funktioniert nicht. Dieser Typ hat überhaupt keine Ahnung, wie man verführt. Jetzt zeigt Jenny, wie es geht. Im Zoo konnte der Pelikan seine Augen nicht von ihr lassen. Sie gibt sich so viel Mühe. Aber ihr Paarungstanz und ihr Gesang locken niemanden an. Sei nicht traurig, Jenny. Du kannst immer etwas Getreide essen. Ihr Nachbar Herr Wagner baut direkt auf seinem Balkon Weintrauben an. Jenny hat seinetwegen Mücken und Raupen in der Wohnung. Aber heute hat es sich ausgezahlt. Mr. Wagner ist ein geiziger Engländer. Er will nicht teilen. Jenny ist klug genug, die Samen zu pflanzen und ihre eigenen Trauben anzubauen. Aber alles wächst sehr langsam. Wie dieses Video, um es schneller zu machen. Oh, danke, Leute. Die Eltern sind bereits zum nächsten McDonald's gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Oh, ihre Mutter ist nicht in der Verfassung, die Pakete auf den Balkon zu werfen. Und ihr Vater ist nicht in der Verfassung, ein Paket ins Gesicht zu bekommen. Es gibt eine andere Möglichkeit, das Abendessen der Tochter mit den Luftballons zu verschicken. Jenny ist nicht schlau genug, sich einen fliegenden Burger zu schnappen. Aber sie ist immer noch ein Schulhoftyrann. Sie hat einmal einen Hubschrauber mit einer Steinschleuder abgeschossen. Sie wird keine Probleme mit den Luftballons haben. Das Mittagessen flog ihr einfach in die Hände. Und die Drohne. Sie gehört Herrn Wagner. Es war sein Fehler, zu spionieren. Das wird es ihn lehren. Was sind das für Geräusche? Es ist jemand, der im Haus nebenan Naruto schaut. Jenny hat diese Folge noch nicht gesehen. Sie will sie nicht verpassen. Es ist toll, dass sie ein Fernglas hat. Die Hauptsache ist, dass du nicht hinfällst. Das Fernrohr hilft ihr, das Bild in 4K zu genießen. Jenny war so gelangweilt, dass sie beschloss, in eine alte Kiste zu schauen. Und sie fand einen Spider-Man-Anzug. Die Superheldenbilder werden sie reich machen. Wahrscheinlich zieht er sich hier um und fliegt, um seine Superheldensachen zu machen. 5 Minuten und Jenny schlief ein. Spider-Man nahm seine Sachen und weckte die Paparazzi auf. Er hinterließ ein kleines Geschenk für die Süße. Und ein Poster mit seinem Autogramm. Sie wird bald frei sein. Papa hat das Seil bekommen, mit dem der Bürgermeister seine Yacht am Kai festgemacht hat. Nun ist es Jennys Weg in die Freiheit. Der Nachbar von unten ist Sportlehrer. Das Seil hat seine Aufmerksamkeit erregt. Jenny befestigt es selbst, damit ihr Vater hochgehen kann. Ich habe einige Fragen zu diesem Plan.
Der Vater klettert zu seiner Tochter, als wäre der Balkon der Everest. Und der Sportlehrer wird diesen Kletterer beruhigen. Er denkt, Jennys Vater wäre ein Räuber. Aber jetzt hat Jenny ein Seil. Ich weiß nicht wie, aber sie hat es in eine Spielzeugkiste verwandelt. Es gibt eine Menge Räuber in dieser Gegend. Jenny versucht, ihre Mutter zu warnen. Aber sie ist zu sehr damit beschäftigt, mit ihrer Freundin zu telefonieren. Sie bezahlt diesen Anruf nicht nur mit dem Geld von ihrem Konto, sondern auch aus dem Portemonnaie. Du kannst dir denken, dass es kein Raubüberfall ist, sondern eine Wohltätigkeitsveranstaltung für die armen jungen Leute. Aber der Räuber will Jenny nur ärgern und das verzeiht sie ihm nicht. Er hätte sie nicht wütend machen sollen. Mamas Geld ist für sie und sie wird es nicht teilen. Und ihr Vater hat dieses Geld mit harter Arbeit verdient. Er ist Personalleiter bei Google. Jenny hat ein Nickerchen gemacht, also ist sie voller Energie. Da ist ein Draht auf ihrem Balkon. Nach einigen Experimenten konnte sie sehen, dass er elektrisch ist. Der Strom war das, was sie brauchte, um den Balkon zu beleuchten. Oh, die Turnschuhe, genau wie sie es wollte. Es ist nicht ihre Größe, aber sie hat sich auf die Nägel gebissen und ein paar Finger verbogen. Ihre alten Pantoffeln hängen so sehr an ihr. Nein, der Obdachlose mochte nur die Farbe nicht. Es ist so heiß heute. Das Quecksilber versucht, das Glas des Thermometers zu zerbrechen und in den Himmel zu entkommen. Die Sonne scheint sauer auf Jenny zu sein. Und sie hat keine Ahnung, warum. Sie verbrennt ihre Sachen eine nach der anderen, um näher an Jenny selbst heranzukommen. Sie passt nicht mehr in die Schachtel wie früher. Sie muss sich jetzt retten. Ein Kleiderhimmel, warum hat sie nicht früher daran gedacht? Wer ist jetzt der Verlierer? Oh, ein Papierflugzeug. Vielleicht ist es ein Liebesbrief von einem heimlichen Fan. Aber sieht er aus wie ein Brief von einem verrückten Stalker? Die Grenze zwischen ihnen ist zu dünn. Dieser Psycho wagt es, sie zu verspotten. Sie ist keine Katze, die man mit einem Laser ärgern kann. Auch wenn sie sehr süß ist. Jenny wird alle leuchtenden Punkte auffangen. Jetzt hat sie die leuchtenden Punkte in einem Glasgefäß. Das ist eine schöne Nachtlampe. Papa vermisst seine kleine Prinzessin. Er ist deprimiert, weil sie nicht zusammen sind. Mama versucht, ihn auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. Sie hat sogar eine Puppe anstelle von Jenny gemacht. Aber keine Puppen können unsere Lieben ersetzen. Es sei denn, es gibt ein Bild. Es ist fast dasselbe. Und Jenny hat neue Probleme. Ein starker Wind nahm ihr die Pepsi weg und ruinierte die Haare. Moment mal, die Haare sahen vor dem Wind noch genauso aus. Der Herbst kam so schnell. Es ist Zeit, ihre warme Kleidung aus dem Kleiderschrank zu holen. Der Winter trug sie weg, bevor Jenny etwas anziehen konnte. Jenny beschloss, dem Wind eine Lektion zu erteilen und sperrte ihn in einen Koffer. Wie gefällt dir das dummes Element? Das Mädchen zähmte die Kälte und hat jetzt einen Kühlschrank. Die Eltern schmieden einen Plan, um ihre Tochter zu retten. Papa hat zu viele Actionfilme gesehen. Du könntest denken, dass er verrückt geworden ist und du wärst nah an der Wahrheit. Aber alle Erwachsenen sind wie große Kinder, sie spielen auch gerne. Oder der Alltag wird zu langweilig. Papa liebt es, Handwerker zu spielen. Er hat keine Ahnung davon, aber irgendwie funktioniert es. In der Tat passiert das allen Männern. Natürlich besteht die Gefahr, dass er eines Tages glaubt, er sei allmächtig. Aber wenn es nicht klappt, weint er wie ein Kind. Und Jenny fand einen weiteren Koffer auf dem Balkon. Darin befindet sich ein Plattenspieler. Sie weiß nicht einmal, was das ist. Das dumme Mädchen dachte, es sei ein Grill. Deshalb verstand sie nicht, warum das Sandwich kalt war. Es ist, als hätte jemand einem primitiven Menschen ein iPhone gegeben. Wir sind Zeugen einer technologischen Kluft zwischen den Generationen. Die Zeit heilt. Ach, Jennys Zusammenbruch. Jetzt hat sie eine Uhr und schlägt den Plattenspieler nicht mehr mit einer Tastatur. Sie will die Musik immer noch hören. Sie inspiriert in schwierigen Zeiten. Warum zu einem Harry Styles-Konzert gehen, wenn du ihn auch auf deinem Handy hören kannst? Nun, auf dem Konzert würde Jenny sich schämen, so zu tanzen. Und niemand mag ihren Gesang wirklich. Die ganze Nachbarschaft versammelte sich. Die Nachbarn dachten, es sei eine Hündin bei der Geburt. Jenny hat Glück, dass sie Kopfhörer trägt und sich selbst nicht hören kann. Also beschloss sie, dass die Leute sich versammelt hatten, um ihr Gesangstalent zu würdigen. Oh, einer der Nachbarn hat das Fenster zerbrochen. Das heißt, Jenny ist jetzt frei. Sie kann endlich ihre Eltern umarmen. Es stellte sich heraus, dass die Musik sie trotzdem rettete. Der Ball rollte in die falsche Richtung und kam zu dem obdachlosen Dylan.
Er könnte diesen Ball essen, aber er gab ihn dem süßen Mädchen zurück. Es ist alles wegen ihrer charmanten Augen. Dylan macht es nichts auszuspielen. Sein einziger Freund ist ein aufblasbarer Mann an einer Tankstelle. Es ist schon so lange her, dass er so viel Spaß hatte. Sie haben auf der Müllkippe eine riesige Hundehütte gefunden. Welche Rasse das wohl ist? Und dann hatte Jenny eine Idee. Sie können es in ein Haus für Dylan verwandeln und er wird nicht mehr obdachlos sein. Aber vielleicht war die Umarmung eine schlechte Entscheidung. Noch nie hat jemand den armen Kerl umarmt. Kein Wunder, er braucht wirklich eine Dusche. Der Obdachlose beschloss, den Schuh, den er am Morgen gefunden hatte, zu Ende zu essen. Aber er muss sein Mittagessen unterbrechen. Der Obdachlose macht nun einen Wellness-Tag. Das Mädchen weiß nicht, dass Dylan Angst vor Wasser hat wie eine Katze. Aber Jenny akzeptiert kein Nein als Antwort. Es ist Zeit für die große Wäsche. Es ist ganz einfach. Sie brauchen nur eine Menge Wasser und Seife. Sieht aus wie eine Schaumparty. Einen Obdachlosen zu waschen ist noch lustiger als das Auto eines Vaters. Dylan machte die Schwämme. Es scheint, als hätte er sich dem Prozess hingegeben. Es stellt sich heraus, dass er schreiben kann. Jetzt wird jeder wissen, wer hier wohnt. Hoffentlich kommt der riesige Hund nicht zurück in sein Haus. Ich bin nämlich nicht sicher, ob er den Namen des neuen Besitzers lesen wird. Hey Leute, vielen Dank für alle eure tollen Kommentare. Ihr inspiriert uns wirklich jeden Tag. Vergesst nicht, unser Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Troom Troom Chick.